wir sind hier, uiuiui, hier wird der Frühstückstisch gedeckt zur späten Uhrzeit. Es ist 11:30. Wir sind hier, wo genau, meine liebe Antonia? Hallo, also wir sind hier in Graz bei der Mirja und interviewen gerade. Richtig. Und ich habe dich gestern Abend im Dunkeln kennengelernt, weil da bin ich von einem großen weißen Hund erstmal fast zerfleischt worden. Ich stand da mit meinem Glitzerpulli und dem Hut und jedenfalls er anscheinend war territorial und meinte, er müsste jetzt quasi alles hier Hof und Gut verteidigen. So, und deswegen bist du mit deinem Bruder dann abends, als es dunkel war, nochmal zurück zu meinem Auto. Ich habe mich an euch geklammert und ich konnte meine Sachen zum Übernachten rausholen. Und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Genau. Und wir haben dich dann vor dem Hund beschützt, damit er dich ja nicht zerfleischt, weil du bist so wichtig und uns so ans Herz gewachsen direkt. Drum haben wir dich gerettet und dann wieder zurückgebracht. Und heute interviewen wir dann. Du mich oder ich dich? Du mich. Was hättest du denn? 2 Fragen an mich, danach kommen 3 für dich. Okay, wie hießen die ganzen Länder, wo du schon warst? Ach du meine Güte. Ich kann dir sagen, was mit das spannendste Land war. Äthiopien und die Philippinen. Okay, und was war da genauso spannend? Das ist jetzt die 2. Frage schon. Ich glaube, Land und Leute. Ich liebe es, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ja, ich habe gestern Abend mich mit der Mirja ausgetauscht und habe gesagt, ich finde den Mensch am spannendsten. Ich wollte immer schon begreifen, was so ein bisschen die Welt zusammenhält, ja, aber eben aus menschlicher Sicht. Sie ist ja wahnsinnig mit Tieren. Ja, hier Hunde, Katzen, Hunde, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen und viele Pferde, wir waren heute Morgen auch beim Reiten. Wie ist es bei dir, Antonia? Du hast mir gerade erzählt, was willst du gern werden, wenn du älter bist? Also ich würde gern Schauspielerin werden, weil mir das total Spaß macht, in andere Rollen so zu schlüpfen und dann auch so andere Rollen zu verkörpern. Welche Rolle nimmst du gerade ein? Das Mädchen, was interviewt wird. Du bist wie alt, Antonia? Ich bin 13 Jahre alt. Und wie bist du jetzt drauf gekommen, dass du Schauspielerin werden willst? Hast du ein Netflix-Abo oder viele, also schließt sich ja nicht aus, und viele Hollywood-Filme geguckt? Oder kennst du jemanden, die groß und berühmt ist und sagst, ich will das auch? Ja, also habe ich ziemlich viele Filme einfach immer angeschaut. Und ich bin großer Fan von Harry Potter. Und ich war in der 6. Klasse in der Theater-AG und meine Lehrerin hat auch gesagt, dass ich ziemlich viel Talent habe. Und mir hat es da so Spaß gemacht, dass ich das eigentlich dann zum Beruf irgendwann machen wollte. Und was sagen deine Eltern so dazu? Also ich glaube, meine Mutter und mein Vater, die würden schon hinter mir stehen, aber sie glauben noch nicht wirklich so dran. Also an was glauben sie genau nicht? Dass ich das schaffen würde, Schauspielerin zu werden. Und schaffen, ich meine, es könnte man ja sagen, jeder kann Schauspieler werden. Und ja, jeder ist wahrscheinlich auch Schauspieler im Leben, weil die ganz große Bühne, ich glaube Shakespeare war es, der schon gesagt hat, ja, die große Bühne ist das Leben und wir sind alle Schauspieler davon. Ja, ich meinte eher so, dass ich den Erfolg dann auch wirklich haben werde. Also, dass du, und wahrscheinlich, man denkt, ich bin ja keine Mama, aber jetzt denkt man so, ja, kann denn das Kind dann leben von der Kunst? Genau. Glaubst du, dass das auch eine Rolle spielt? Ja, auf jeden Fall, weil ich würde auch gern weil wir wohnen ja hier auf unserem Hof und ich würde auch irgendwie gern den Hof übernehmen. Aber ich weiß halt nicht, ob das so funktionieren wird mit dem Schauspielern so zusammen. Und mein Papa hat halt schon so gesagt, dass entweder Schauspielerin oder den Hof halt übernehmen und wer weiß, ob du dann davon leben kannst und. Wird dich das irritieren? Sagen wir mal so, du bist ja 13. Frag mal anders. Hast du schon mal in deinem Leben gearbeitet? Das war jetzt schon mal der Frühstücksteller hinter uns. Richtig gearbeitet habe ich ja noch nicht wirklich. Wir hatten in der Schule so ein paar Praktikumstage mal, aber das war nicht wirklich Arbeit. Also ich denke, nein, habe ich noch nicht. Was ist denn dann Arbeit für dich? Wie schaut denn Arbeit aus? Also ist Arbeit was, wo man sagt, man kriegt eine Gegenleistung? Oder ist Arbeit, es muss schwer und anstrengend und nervig sein? Oder ist Arbeit, kann einem alles sein, womit du dann die Zeit verbringst? Also wie würdest du denn Arbeit definieren? Also ich würde schon sagen, dass Arbeit anstrengend ist, aber auch irgendwie Spaß machen sollte. Weil wenn du Arbeit soll, ja, ist ja eigentlich so der Beruf, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn du jeden Tag in den Beruf gehst, dann sollte er ja schon spaßig sein. Also Arbeit ist jeden Tag irgendwo hinzugehen, also irgendwas zu machen. Genau. Wie ist denn das für dich jetzt Schule? Ist für dich Schule dann auch Arbeit? Ja, eigentlich schon, finde ich, Schule ist Arbeit. Und findest du sowas dann toll? Nein, Schule finde ich nicht unbedingt toll. Aber ich mache die Schule, damit ich halt dann später mehrere Möglichkeiten hätte
Und damit also du machst es, um so ein anderes Ziel zu erreichen, wenn du groß bist, genau. Richtig? Ob du Schauspielerin wirst oder den schönen Hof deiner Eltern übernimmst. Und der ist wirklich traumhaft. Also wir kommen gerade vom Wald, das war ja märchenhaft. Dein Bruder hier, der macht uns jetzt Eier, die wir heute Morgen von den Hühnern hier so aufgesammelt haben und mitnehmen durften. Also es ist natürlich schon sensationell. Jetzt nochmal zurück zu dem, es fühlt sich ja dann an, wenn ich dich jetzt auch gerade anschaue, wenn du über die Schule sprichst und die Arbeit, als wäre das so eine Art Pflichterfüllung. Ja, also ich würde schon sagen, dass es irgendwie Pflichterfüllung ist, weil wenn du das ja nicht machst, also in der Schule ist ja so, wenn du das ja nicht machst, dann kommst du ja nicht weiter. Und in der Arbeit, wenn du es nicht machst, kriegst du kein Geld und dann, ja. Also du hast einen gewissen Zwang, hast du gut erkannt. Genau, man hat einen gewissen Zwang sozusagen, ja. Was würdest du denn jetzt einfach mal, wenn du mal kurz deine Augen schließen magst, jetzt auch hier in diesem Interview, ja, was konntest du dir vorstellen, jetzt mal angenommen, dieser Schulalltag, ja, in welcher Form auch immer, den wird es einfach nicht geben. Stell dir mal kurz Freiheit vor. Also stell dir mal vor, es gibt nicht Mathe morgen um 9.15 Uhr oder wann auch immer oder Latein nachmittags um 14 Uhr. Keiner, der dir sagt, jetzt ist Donnerstag, ja, und es ist jetzt 10.30 Uhr und jetzt gibt's hier deutsche Grammatik, sondern du könntest machen, was du willst. Weißt du, wie ich meine? Also du scheinst ja auch sehr aufgeweckt zu sein, hier mit deiner Feuerlegende, du hast ein Pferd, ja. Man sieht auch schon das Feuer in deinen Augen. Also jetzt gehen wir mal raus aus diesem, ja, Pflichtding. Wie würdest jetzt du deinen Tag füllen? Also würde man so richtig, oder würde ich auch richtig raus können, ich glaube, ich würde mit meinem Pferd meine Sachen packen und irgendwo hinreiten und dann im Zelt übernachten und einfach genießen, so. Mm. Ja. Glaubst du, dass du bei so einem Ausritt mit deinem Pferd und du stellst mit Übernachten, also auf jeden Fall länger als einen Tag, was würdest du da gern lernen? Also was glaubst du, könntest du da mitnehmen? Ist es das, dass man keine Angst haben muss, allein draußen in der Nacht? Oder ist es das, noch mehr Nähe zum Tier und das Tier zu begreifen? Also was glaubst du, würdest du dann da mit für dich in dein Leben nehmen? Also ich würde halt, das Spannendste wäre zu erfahren, wie fühlt sich dann wirklich so Freiheit an? Du bist ja 13. Wirst du dieses Jahr 14 oder nächstes Jahr? Ich werde dieses Jahr 14. Und wie fühlt sich Freiheit an? Jetzt bist du ja schon 14. Ja, ich glaube, die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen aktuell ist ein bisschen über 80. Also du hast zumindest jetzt mal schon ein Fünftel von deinem Leben schon hinter dir. Ja, muss man jetzt aber mal so sagen. Was würdest du sagen, wann hattest du das letzte Mal das Gefühl, und ich finde, der Punkt ist sehr wichtig, Antonia, wo du sagst, boah, da war ich mal richtig frei. Boah, also es hat sich immer ziemlich frei angefühlt, wo wir draußen im Garten gezeltet haben, weil wir haben ja schon, also auf der Wiese da vorne gezeltet und da war man schon freier von den Eltern, weil die Eltern waren im Haus und das, ja, waren halb einen Kilometer entfernt und ich finde, das hat sich schon ziemlich frei angefühlt, weil man einfach mit Freunden draußen war. Stichwort draußen, komm mal mit, Antonia, wir gehen jetzt nicht raus, weil hier spricht die Küche mit uns und ich glaube, das späte Frühstück ist gleich fertig, nachdem eben, ich habe schon erwähnt, Hausritt. Also du sagst, dass deine Eltern nicht da waren und ja, du das Gefühl hattest von Freiheit. Ist dann Freiheit sowas wie, boah, jetzt bin ich echt für mich alleine verantwortlich. Ich darf für mich alleine verantwortlich sein. Ja, würde ich schon so sagen, weil die Eltern sind ja, also was ja nicht immer schlecht ist, aber die Person, die dir sagen eigentlich, was du so zu tun hast. Mhm. Genauso wie ja auch so ein Korrektiv die Schule ist. Da hast du ja auch einen Lehrer, der dir sagt, was du tun sollst. Genau. Und was wäre denn jetzt, wenn du einfach sagen würdest, liebe Eltern, jetzt bin ich ja doch fast 14, jetzt brauche ich ein bisschen mehr Raum. Ja, weniger Regeln und mehr Raum. Glaubst du, dass es dir persönlich gut tun würde für deine Entwicklung? Du hast ja gesagt, du willst Schauspielerin werden und Schauspielerin ist ja auch Künstler sein. Ja, ja. Das heißt, da musst du dich kennen oder niemand wird sich ganz kennen, aber du musst dich ja erforschen, du gehst in die Neugierde, du willst das Unbekannte, ja? Ja. So, also man könnte ja auch sagen, wenn du sagst, das ist mein Raum, ich muss mich weiter erforschen. Was glaubst du jetzt, wie es dir damit geht? Würdest du sagen, das täte dir gut, auch in dem jungen Alter? Ja, also ich würde schon sagen, es täte mir gut, aber im Moment ist es so, da sich ja meine Eltern getrennt haben, bin ich irgendwie so manchmal eingesperrt bei meiner Mutter und mein Vater erwartet, dass ich zu ihm komme und da fühlt man sich manchmal so eingesperrt und ich würde mir halt dann so wünschen, dass ich einfach mal so rausgehen kann, aber was im Moment auch so schwierig ist wegen Corona und so. Also rausgehen meinst du einfach mal raus aus dem Familiären, oder? Ja, definitiv raus und irgendwo hin, wo man nur mit Freunden, wenn ist oder alleine halt. Okay, und du sagst also, wenn ich dich richtig verstehe, es wird dir schon gut tun, diesen Raum zu bekommen,
dir ja dann immer alles, was Raum ist, ist ja da, um auch wieder gefüllt zu sein. Und wenn du natürlich weniger Raum hast von der Schule oder von deinen Eltern oder von wem auch immer, der Gesellschaft kann man ja sogar sagen, dann bleibt wieder Raum für eine eigene Erfahrung. Wie wichtig sind dir eigene Erfahrungen? Also du bist ja, wie gesagt, noch in einem ganz süßen jungen Alter. Ja. Ich weiß noch, als ich so alt war wie du, da war ich das erste Mal verliebt in deinem Alter. Und das ist auch eine ganz tolle, spannende Erfahrung und Reise. Oder fragen wir anders. Glaubst du, dass man könnte dir vertrauen? Also glaubst du, man kann dir auch sagen, du, Antonia, das kannst jetzt eigentlich gut alleine, da kannst du jetzt mal dein Ding machen. Und wenn ja, würdest du dir das mehr wünschen von deinem Umfeld? Also ich glaube, es ist schwierig. Wenn an Tagen, wo es mir nicht so gut geht, dann bräuchte ich schon mehr Umfeld, dem mich auch so unterstützt. Aber an Tagen so wie heute, wo es mir eigentlich super geht, da könnte ich, glaube ich, auch einfach so gehen und sagen, so ja, komm, übermorgen wieder, alles gut. Also das heißt, du hast bei dir schon festgestellt, dass es Momente gibt, wo du froh bist, dass du so einen Rahmen hast, der dich auch hält. Ja, definitiv. Und was ist dann mit den Momenten, in denen dir es genau so geht, wo du sagst, jetzt brauche ich den Rahmen? Was würde denn passieren, wenn du den Rahmen nicht hättest? Also du hast gerade gesagt, heute geht es mir gut, ich habe dich ganz strahlend rüberkommen sehen heute Morgen. Und wie uns allen Menschen geht es ja nicht mehr gleichbleibend gut, völlige Illusion. Ja? In dem Moment, wo es dir nicht so gut geht, was würde denn passieren, wenn du den Rahmen eben nicht hättest? Oh, ich weiß nicht, was da genau passieren würde, aber vielleicht, also ich glaube, wenn ich eine eigene Wohnung hätte oder sowas oder wenn ich funktionieren müsste, wenn zum Beispiel an dem Tag Arbeit oder sowas wäre, glaube ich, würde ich das gut überspielen können, aber wenn am Wochenende, dann wäre ich, glaube ich, den ganzen Tag drin und würde Fernsehen schauen oder... Ah, und da kommen dann die Eltern und sagen, es geht nicht, jetzt raus an die frische Luft zum Pferd. Ja, zum Beispiel sowas oder ich weine halt dann auch ganz viel und ja, bin dann so niedergeschlagen und... Aber jetzt bist du ja reizende fast 14. Ja. Ja, wenn ich dich so anschaue, du bist ja auf dem Weg zu einer jungen, hübschen Frau. Das ist dir, smart wie du bist, auch bewusst, dass du ja gerade die Transformation machst. Quasi auf dem Weg bist von einem kleinen, netten Mädel zu einer Frau. Also das kann ja diesen Wandel, den du gerade beschreibst, kann ja auch ein Teil auch hormonell bedingt sein. Ja, natürlich. Mhm. Bist du froh, wenn diese Phase irgendwann mal vorbei ist? Ja, definitiv, weil es ist schon bei mir so, wenn ich irgendwo bin und es dann nicht so funktioniert, dann bin ich ziemlich schnell gleich wieder so niedergeschlagen. Also ich glaube schon, dass es ziemlich viel hormonell bedingt ist, was ja auch gut ist, weil dann ist es irgendwann vorbei. Und du hast vorhin was gesagt, was mir jetzt auch gerade noch im Kopf so scheppert, ist, ja, man muss dann manchmal funktionieren oder man funktioniert in der Arbeit. Glaubst du aus einer heutigen Sicht, dass das Funktionieren im Leben eben manchmal notwendig ist, um vielleicht auch solche Momente, die du jetzt in der Pubertät, sprechen wir es aus, gerade hast, die kommen ja, ich meine, guck mal, ich bin 44. Ja, also man hat immer seine Höhen und seine Tiefen. Und das gehört, glaube ich, zum Leben einfach auch mit dazu. Und man darf auch die Tiefen umarmen. Und sagst du also jetzt, dass es manchmal gut ist, wenn man so ein Programm hat, wo man weiß, das ist der große gefährliche Hund, glaube ich. Nein, das war der kleine gefährliche Hund. Also glaubst du, dass es gut ist, was du gerade lernst? Den Rahmen, weißt du, von dem du, das ist der andere. Das ist der große gefährliche Hund. Und die Tür ist zu, sehr gut. Also glaubst du, dass es für dich gut ist, diesen Rahmen zu bekommen, ihn jetzt zu lernen von deinen Eltern, von der Schule, von der Gesellschaft, um sich nicht völlig gehen zu lassen, weil du selber vielleicht nicht den Knopf findest, um wieder rauszukommen? Ja, ich glaube, dass es definitiv gut ist, weil dann vergisst man einfach auch diese Gedanken oder man kommt auch vielleicht so ein bisschen runter. Zwar, man muss funktionieren, aber es kommen halt dann andere Gedanken in den Kopf. Und wenn es dann später mal schwierig ist und, keine Ahnung, man im Ausland wäre zum Beispiel jetzt hat und keine Eltern da sind, dann, dass man das gelernt hat, dass man einfach mal funktionieren muss, dass das, glaube ich, schon hilfreich wäre. Hast du das selber erlebt bei deinen Eltern auch? Bei deinem Papa oder deiner Mama? Was genau? Dass sie so Momente haben, wo du spürst, boah, eigentlich würden sie sich jetzt nur in so eine kleine Höhle zurückziehen. Aber sie merken, es geht nicht, weil man muss dir was kochen. Ja, ja. Was auch immer. Ja, definitiv. Meine Mutter, der geht's natürlich auch manchmal nicht so gut. Und sie ist dann zwar genervt, aber sie macht halt trotzdem alles. So, sie kocht, sie räumt den Tisch wieder ab, sie räumt den Tisch auf und sie macht trotzdem alles. Und du sagst, das ist gut. Also du siehst bei deiner Mami, dass es gut ist, sie manchmal. Wir hatten ja am Anfang auch so gesprochen von diesen Zwängen.
Es ist immer die Kunst wahrscheinlich, diese ganz schwierige Frage. Es ist diese Kunst im Leben, ja, immer so genau zu wissen, wann merke ich, jetzt funktioniere ich, aber es schadet mir. Ja, genau. Ich hätte und wann auch merke ich, ich muss und es ist auch gut, weil du weißt das ja selber, das ist ja auch erzählt, wenn du so Down-Phasen hast. Ja, wie lange willst du jetzt in der Höhle bleiben? Ja. Irgendwann brauchst du ja auch mal wieder, dass du weiter rauskommst. Und gleichzeitig aus der künstlerischen Sicht sind ja solche Episoden oder Momente, Stunden, manchmal sind es auch nur Sekunden, ganz wichtig, weil man lernt voll viel über sich. Ja, und ich würde auch sagen, also zwischen diesem Zwang, man, es ist so, dass man sich nicht zu viel zumutet und dass man so die ganze Zeit durchgehend funktioniert, ja, sondern dass man auch mal diese Down-Phasen hat und sagt, ja gut, heute geht's mir nicht so gut, ich bleib halt mal heute länger im Bett. Also ich glaube, es ist immer so der Zwischen... ja. Was machen die Jungs so, Antonia? Also mein Bruder, der zockt ziemlich viel und der lässt es gar nicht so an sich ran. Der ist immer so, ja, alles ist gut. Und entweder er ist genervt oder alles ist so gut. Also er ist genervt von den Mädels? Oder genervt vom Leben oder von deinen Eltern oder von dir? Er ist von allem irgendwie manchmal genervt und dann... Wie alt ist dein Bruder? Der wird dieses Jahr 17. Und wie ist es bei dir mit den Jungs? Also jetzt hast du zwar deinen Bruder im Umfeld, aber merkst jetzt schon eben auf dem Weg zur Frau, dass du die Männerwelt anders siehst. Also dass sie jetzt vielleicht interessanter sind in einer gewissen Art und Weise, weil sie was haben, was du nicht hast. Ja, also ich würde schon sagen, also ich war schon eher, ich würde jetzt sagen, dass ich schon früher mal ein bisschen, oder ich war schon eher ein bisschen reifer und die Jungenwelt ist interessant, aber im Moment sind nicht so viele Jungs da, die mich so persönlich anspringen, würde ich jetzt sagen. Schon mal geküsst? Voll die persönliche Frage, du kannst einen Joker ziehen. Jein, würde ich jetzt sagen. Das ist ein Jein-Küssen. Also nur auf die Backe oder so, also noch nicht richtig. Bist du aufgeregt vor dem, was kommt? Also weißt du, es passiert was? Wir sind ja jetzt alle nicht mehr hinter Mond lebend. Gibt es die Bravo noch eigentlich? Weißt du, was die Bravo ist? Ja, ist so eine Zeitung. Ja, ja. Also ich... Oder was... Oder haben sich deine Eltern Hingst jetzt und gesagt, so jetzt Antonia, jetzt muss ich dir mal erzählen, wie das ist mit diesen Bienen und so? Oder war die Schule? Woher weiß man denn das, was dann kommt noch? Also ich habe ja zwei ältere Geschwister und von denen kriegt man das halt so mit, wie das so kommt und so. Und ja, oder von Freunden auch so und von der Schule, also ich würde jetzt nicht sagen von den Lehrern, einfach so von dem Umfeld, Freundschaftsumfeld so. Was würdest du dir, letzte Frage, für die Welt wünschen? Also ich würde mir wünschen, im Moment ist es ja so, also mit Corona und so, von der ganzen Welt, dass die Politiker eher oder überhaupt so in den ganzen Ländern das mehr so an einem Strang ziehen, weil jedes Land macht es anders und so wird es ja nie irgendwie funktioniert, weil in jedem Land bricht es dann irgendwie wieder aus und dann sagen, aber Schweiz, ja, hier dürfen sie einreisen und dann kommen die von da wieder her und ich würde mir halt irgendwie wünschen, dass die Welt mehr so zusammenhält und zusammen dagegen kämpfen würde. Danke dir. Das war schön. Und jetzt gehen wir zum Frühstücken, würde ich sagen, oder? Ja. Herzlichen Dank. Danke, Janne.